Der Polizei in der vergangenen Nacht gelungen, das Asylbewerberheim in Rostock nicht gerade zu schützen. In Rostock gibt es scharfe Kritik an den Sicherheitsbehörden. Verantwortliche Politiker hätten nicht rechtzeitig reagiert. Rostock ist nicht ausländerfeindlich. Helm auf den Kopf brüllt mich an und ich denke, na gut, mal sehen, was so ein Helm aushält. Diese Eskalation ist gewollt. In unserem kleinen Rostock haben sie die Falle gestellt. Das ist Taktik. Wo bleibst du heute Abend? Na, zu Hause. Im Sonnenblumenhaus. Was halten Sie eigentlich so vor dem ganzen Mist im Lichtnagen? Das ist doch eine Schande. Kann man das Gesindel nicht einfach wegschaffen? Bist du eigentlich links oder rechts? Was hast denn du jetzt für ein Problem, ne? Kann man nicht einfach normal sein? Ja, was soll ich denn jetzt der Presse sagen? Und was ist mit dem Vietnamesen? Obwohl es bis in die Nachmittagsstunden ruhig aussah, erwartet die Polizei wieder gewalttätige Auseinandersetzungen. Guck mal, da oben sind noch welche. Willst du mich nicht mal küssen jetzt? Eins verspreche ich euch. Morgen um dieselbe Zeit ist Rostock ausländerfrei. Mein Vater hat gegen die Demokraten gekämpft, weil er Faschist war. Und ich habe gegen meinen Vater gekämpft, weil ich Kommunist bin. Dann hast du gegen mich gekämpft, weil du Demokrat sein willst. Und jetzt frage ich mich, was Stefan gerade tut. Du warst nur heute Nacht, du warst doch nicht hier.